Jedoch innere Winkel eines regelmäßigen Vielecks misst 150 Grad. Wie viele Seiten hat dieses Vieleck? Hier ein Vieleck, bei dem wir die Anzahl Seiten mit klein n bezeichnen. Die inneren Winkel dieses Vielecks betragen alle 150 Grad. Wenn wir diese Radien ziehen, so entstehen n solcher Dreiecke. Dieser Winkel beträgt jeweils 360 Grad geteilt durch n und die Summe dieser beiden Innenwinkel beträgt 150 Grad. Die Summe der drei Innenwinkel dieses Dreiecks beträgt 180 Grad. Also gilt, dieser Winkel plus dieser Winkel, das heißt 150, plus dieser Winkel, also 360 geteilt durch n, gleich 180. Wir setzen 150 rechts rüber und erhalten so rechts 180 minus 150, das heißt 30. Somit gilt 360 geteilt durch n gleich 30, also ist n 360 geteilt durch 30, das heißt 12. Demzufolge ist 12 die Endantwort auf die gestellte Frage.